größeren schlagen kann oder beziehungsweise wenn eine Mannschaft in Unterzahl spielt über 90 Minuten, dass sie auch da Spiele gewinnen können. Also es ist okay, Birger hat jetzt den Torwart gewechselt. Da würde ich jetzt nicht unbedingt den Fehler suchen, da würde ich doch eher mal schauen, was ist mit der Abwehr falsch. Aber man muss es probieren. 2 Minuten Schlag ins Gesicht. Gegen die 13 von Staffenhagen. Ja, Matthias Wassmund. Und wenn ich den Hallensprecher richtig verstanden habe und auch richtig in Erinnerung habe, das ist bereits eine zweite. Das kann durchaus möglich sein. Das wäre natürlich kein weiterer guter Weg, weil wenn da jetzt noch die dritte folgen würde, dann sitzen sie noch mit 2 Wechselspielern da, dann müsste sich langsam der Torhüter als Feldspieler fertig machen. Und der Außen abgefangen vom Torhüter, Thorsten Richter und Staffenhagen hier mit einem vor. Und in Bansko, das ist in Unterzahl, das ist doch überraschend. Möglichkeiten jetzt sogar auf 2 vorzugehen. Bansko hat bisher nur einen Feldspielerwechsel immer vorgenommen. Das ist Abwehrangriff. Abwehrangriff, Krüger. Vielleicht sollte man eben halt auch mal überdenken, auf der Mittelposition, Marius sitzt noch mit auf der Bank, vielleicht Marius noch mit einzuwechseln, um einfach auch mal den Spielstil zu verändern. Ja, auch da kann man noch mit meinem Eindruck, der Marius sei da leicht angeschlagen, deshalb auch nicht von Anfang an auf der Platte. Hatte Oberschenkelprobleme im Training. Und ich denke, dass Birger ihn nicht unnötig einsetzen möchte. Ja, das ist eine kleine Konfusion. Aber in so einer Situation ist es auch immer schwer, vom Gegner runterzukommen. Einmal das ist natürlich schwierig, vom Gegner runterzukommen. Ich finde, die Schiedsrichter haben eine vernünftige Linie. Nicht alles auf jede Gestik, jede Mimik von Gegner oder Heimmannschaft hier einzugehen. Das ist schon der richtige Weg. Sie haben ihren Weg in Sachen Strafe, gehen da durch und deswegen auch zu Recht jetzt hier einfach Spiel weiterlaufen lassen. Dadurch kommt ja nicht gleich das Zeitspiel für Bansko. Jetzt muss er auch das erste Mal gewischt werden. Auch das ehrenamtliche Helfer, an die wir alle grüßen wollen in dem Rest des Landes. Weil auch das muss getan werden, um ein vernünftiges Handballspiel zustande kommen zu lassen. Und das war ein schönes Kreisanspiel auf Christian Klatt und wieder kann Thorsten Richter den Ball abfangen, aber wir erkennen das Phänomen, halb hoch ist ungut. Das auf jeden Fall, halb hoch ist ungut und jetzt sollte man aufpassen, dass man den Torhüter nicht zu stark wirft, weil sonst macht er mal die Kiste nach hinten ganz zu. Und im Gegensatz trifft Staffenhagen, Stefan Koso, erneut erfolgreich und jetzt ist Staffenhagen hier mit 2 vor. Das ist genau das, was ich eben meinte. Man versucht den Ball schnell nach vorne zu oben mit dem ja, Fangfehler. Das sind eben halt so die einfachen Fehler, die natürlich jetzt nicht sein dürfen, wenn du schnell spielen möchtest und den Gegner beherrschen möchtest. Ja. Was kann man in einem Spiel machen, um den Spieler wieder dazu zu bringen? Und da klasse am Kreis durchgesetzt, Christian Klatt zum 13:14. Ihnen diese Sicherheit wieder zu geben, dass er diese einfachen Bälle auch fängt? Es gibt da 2 Wege. Muss jeder Trainer wissen, wie sein Spieler darauf reagiert. Der einfache Einweg wäre, den Spieler runternehmen, mal 2-3 Minuten Ruhepause zu gönnen oder eben halt ihn spielen lassen und über die Spielanteile die Sicherheit zu gewinnen. Es gibt 7 Meter für Staffenhagen, der erste in diesem Spiel. Und dann auch die Möglichkeit, auf 2 Tore wegzuziehen. Abwehr durch den Kreis, ganz einfache Sache. Deswegen auch ohne Strafe. Ja,
unter die Latte eiskalt verwandelt. Oliver Wickel, der erfolgreichste Schütze, das glaube ich momentan auf Seiten von Staffwagen, obwohl auch der Kosov sich sehr hervorgetan hat. Das sieht sehr gut aus. Auf Staffwagener Seite. Für die Möglichkeiten, die sich ihnen hier geboten haben. Und auch da, der Außen, von außen, kann er wieder einen Ball abfangen. Thorsten Richter. Und jetzt sogar die Chance, 5 Minuten vor Ende der ersten Hälfte mit 3 Toren wegzuziehen hier. Ja, die dritte scheint einen Schrittfehler an und auch noch gehalten von Christian Langer. Das könnte ein Signal sein, für die Bandscore jetzt mal ein bisschen Alarm zu machen. Für den Torwart natürlich extrem wichtig. Ja, jetzt eine Hand am Ball zu bekommen. Aber da muss man natürlich auf der Gegenseite, wenn der Torhüter vernünftig arbeitet, auch die Bälle im Tor unterbringen. Da sind zu viele einfache, klare Chancen, die ausgelassen werden. Man hätte jetzt hier locker mit 4, 5 Toren schon führen können, wenn man nur die 100%igen reinmacht. Ja, das ist eben auch Daniel Bach scheitert an Thorsten Richter, der in der ersten Halbzeit auf jeden Fall einen ziemlich guten Tag erwischt hat. Da bleibt Kröger liegen. Das Tor zählt trotzdem für Staffenhagen. Das ist wieder Wickel und da hat sich Kröger scheinbar wehgetan. 13-16 Führung jetzt für Staffenhagen. Ja, und er hat sich da scheinbar wehgetan. Es sind natürlich einige Zuschauer erbost, aufgrund dessen, dass das Weitergehen nicht unterbrochen wurde, nachdem Kröger da liegen blieb. Wie siehst du das? Es war keine Verletzung am Kopf. Demzufolge kann man auch schon mal den Spielfluss laufen lassen. Ist natürlich unglücklich, dass auf der Seite, wo Guido lag, dass das Tor gefallen ist. Da hätte man vielleicht doch schon mal unterbrechen können. Aber Schiedsrichter sind erst dazu angehalten, wenn eine Kopfverletzung ist, sofort zu unterbrechen, sonst den Vorteil für die andere Mannschaft abzuwarten. Oh, jetzt hat Richter wieder eine Hand am Ball und pflückt hier einen Ball nach dem anderen ab. Das, was vorher so gut funktioniert hat, auch in den Spielen zuvor, bei Bansko, klappt hier nicht, weil die Bälle gehen nicht rein. Aber man versucht jetzt durch Einzelaktionen zum Torerfolg zu kommen. Das ist vielleicht nicht der richtige Weg. Gegner muss sich nicht viel bewegen, immer 1-1 verteidigen. Das macht es für Staffenhagen leicht, darauf zu reagieren. Und natürlich auch im Zusammenspiel mit dem Torhüter, der bis jetzt exzellent hält, die Bälle zu halten, zu gewinnen. Ja, wie viel Luft kann man sich mit so einer Truppe machen? Wie viel zweite, dritte, vierte Lüfte hat man in so einem Spiel, wenn man eigentlich zahlenmäßig klar unterlegen ist? Und jetzt klasse Anspiel auf Henrik Strauß zum 14-18. Also wie viel Lüfte kann man sich freimachen, so, wenn man so unterlegen ist, anzahlenmäßig? Ja, noch ist man nicht zahlenmäßig unterlegen, weil, wie gesagt, Banske wechselt ja auch nicht durch, weil auf der Bank mit, denn ja, so wie du schon sagtest, Marius Seider angeschlagen sitzt, mit Henrik Zapp eigentlich nur ein reiner Abwehrspieler und Guido Kröger Abwehrspieler sitzt, hat man ja auch nicht den größeren Vorteil dann. Wichtig jetzt das Anschlusstor durch Christian Klatt. Wenn das Auszeit genommen von Jörg Domdera auf Staffenhagener Seite. Also nochmal, wie viel Lüfte kann man sich verschaffen? Das ist, kommt je nach Spielverlauf an. Man kann, wenn das Spiel hervorragend läuft, so wie für Staffenhagen jetzt, kann man es schaffen, sich einen Rausch zu spielen, sodass man Ermüdung gar nicht merkt, sondern erst am nächsten Tag. Aber das ist den Spielern dann, glaube ich, egal. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und jetzt, wo Bansko wieder bis auf ein Tor rangekommen ist, 2 Tore in Serie, den Torwart also geknackt haben jetzt wieder, die richtige Zeit eigentlich für eine Auszeit für die Gäste, um sich jetzt nochmal zusammenzufassen und da anzuknüpfen, wo man bisher gespielt hat, um mit der Führung in die Pause zu gehen. Ja, es ist, denke ich mal, auch wenn es sicherlich nur noch 3:20 zu spielen sind, für die Mannschaft wichtig, jetzt nochmal kurz Luft zu holen, bevor es in die Halbzeitpause geht. Weil sonst spielt Bansko sich schnell in Rausch, 2 Tore in Folge. Das kann natürlich den einen oder anderen schnellen Angriff hinterhergeben. So werden einfach nochmal die Nerven beruhigt und das passt.
Ja, es gab ein klein wenig Verwirrung. Es ist natürlich nach dem Toranwurf für Staffenhagen. Und die Staffenhagener Spieler hatten sich alle schon in der Bansko-Hälfte versammelt. Das geht natürlich nicht. Es ist Anwurf und da müssen alle in der eigenen Hälfte sein. Sehr, sehr leicht. Aber jetzt auf der anderen Seite auch mal Christian Langer, der mal Hand am Ball hat. Für ihn natürlich ein ganz besonderes Spiel. Er hat früher in der Region gespielt, in Teterow, auch in Staffenhagen. Seine Freundin hat in Staffenhagen letztes Jahr noch gespielt. Für ihn natürlich was Besonderes, ist besonders motiviert und ist auch gut, dass er eben halt so gut ins Spiel jetzt findet. Ja, und jetzt hat Richter wieder in der Hand am Ball gehabt, aber diesmal haben die Bandscorer Glück. Es gibt 7 Meter für die SG. Ja, da kommt wieder Henrik Sapp, mal gucken, was er diesmal auf Lager hat. Ist nur nicht einfach für den Torhüter, sich darauf einzustellen, weil nie ein klares Wurfbild bei Henrik ist. Der hat immer irgendwas, irgendeine Raffinität dabei. Bin gespannt. Ja, also ein Strafwurfkünstler vor dem Herrn, so kann man das sagen. Wir wollen jetzt mal schauen. Oh, ein harter Wurf oben in die Ecke und auch diesmal versenkt er zum Ausgleich 16:16. Der Torwart hat was versucht, hat gemerkt, dass Henrik ein Spezialist dafür ist, stellt sich auf die Linie. Wollte ihm das noch mal ein bisschen schwieriger machen, aber Henrik hat darauf geachtet und gekonnt gelöst. Und das war jetzt wieder hervorragend gehalten und ist genau das eingetreten. Jetzt hat er eine Hand am Ball und jetzt hat er auch mehrere Hände am Ball und macht das jetzt für Staffenhagen schwer. Und er Anspiel an den Kreis auf Christian Klatt. Und die Begeisterung in der Halle ist ausgebrochen, die Führung für Bansko-Lezen. Ja, genau, das ist das Wichtige. Wenn du mit einem Torwart spielst, hinten drin, nichts gegen Peri. Peri hat die letzten Spiele hervorragend gehalten. Aber das ist gut, wenn man eben halt zwei, drei mit Marco Prinja noch einen dritten Torhüter hat, die sich gegenseitig gut ergänzen. Da kann sich eine Mannschaft nur glücklich schätzen über so eine Situation. Und dadurch kommt man in den schnellen Tempo-Gegenschuss, so wie jetzt. Überzahlsituation, weil der Schütze, der gerade vorne verworfen hat, noch nicht so schnell zurückläuft. Muss man eben halt die Chance nutzen. Gut, jetzt Spiel unterbrochen, Strafe. Mit gelber Karte gegen Staffenhagen, Positionsangriff in der letzten Minute. Oliver Wickel mit der gelben Karte. Jetzt man muss natürlich dazu sagen, der Ball war nicht vorbei, sondern der Wurf war drin, aber die Schiedsrichter haben einen technischen Fehler gepfiffen. Deswegen aber der schnelle Konter, wie du es sagtest. Und jetzt Positionsangriff in der letzten Minute für die SG. Und jetzt trifft auch Daniel Bach, sicherer Schütze, wieder zum 18:16. Genau das sind die Erfolgserlebnisse, die Daniel dann auch braucht, um ein Spiel zu finden, Sicherheit zu finden. Und ich denke, das gibt ihm Selbstvertrauen, gerade dann für die zweite Halbzeit. Jetzt sind noch 30 Sekunden zu spielen. Wichtig, kein Ball mehr zulassen, kein Tor mehr zulassen und vielleicht noch den Konter verwenden. So, und jetzt sehen wir gerade auch wieder technischer Fehler für Staffenhagen und der Konter für Bansko-Lezen. Derzeit sehen wir hinten, dass sich noch ein Spieler für Bansko-Lezen bereit macht, Roberto Wolf. Der Termini etwas später kommen und in der Zeit 19:16 für Bansko-Lezen noch eine Möglichkeit, eine Variante bietet für Bürger Frind. Ja, natürlich ist es wichtig für Bürger, noch einen weiteren Wechselspieler hinzuzubekommen. Roberto am Kreis einsetzbar, beziehungsweise auf der Rückraummitte, da wo man eben halt jetzt gerade in der Mitte der ersten Halbzeit die Schwäche gesehen hat. Bansko hat sich nochmal einen Rausch reingespielt in den letzten 5 Minuten, Auszeit von Bürger zum richtigen Zeitpunkt genommen. Und wie gesagt, Wechsel vom Torhüter, alles berechtigt bisher gewesen. Christian Langner gut gehalten und hat seiner Mannschaft den Job relativ einfach gemacht. Gut, und dann machen wir gleich weiter. Wir haben jetzt Halbzeit, 19:16 für die SG Bansko-Lezen und wir sehen uns gleich wieder in der zweiten Halbzeit. So, und auf geht's jetzt in die zweite Hälfte hier. Da entsprechend gibt nochmal durch, die Jugend von Bansko-Lezen erfolgreich. Also die Zuschauer, die viel auch ältere Kinder sind, natürlich entsprechend freut und wir müssen noch mal auf etwas eingehen, was in der Halbzeit passiert ist, nach dem Abpfiff. Es gab noch Gelb gegen den Trainer von Staffenhagen. In der Halbzeitpause, wie geht sowas? Ja, die Halbzeitpause gehört mit zum Spiel. Und wenn dann eben halt Gesprächsbedarf vom Staffenhagener Trainer aus bestand, die Schiedsrichter da nicht mit sich reden lassen wollten, was ich auch verstehen kann, weil die Entscheidung zu Recht getroffen wurde, ist das eben halt auch da mit einer Strafe zu ahnden.